Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video und zum zweiten Teil des Dänemark Roadtrips. Ich versuche mich heute mal kurz zu halten. Ihr hört es an meiner Stimme, die ist immer noch nicht so hundertprozentig wieder da. Gestern waren wir in Kopenhagen, bisschen die Stadt angeguckt und eigentlich hatte ich ja vor, dort zur blauen Stunde Nieuwhoorn zu fotografieren, also diesen einen schönen Hafenbereich, der von Amsterdam beeinflusst ist oder inspiriert ist, was die Bauweise angeht und ja, so wie die Häuser auch angelegt sind, also super viele verschiedenfarbige Häuser. Nur, wie gesagt, zum einen ein bisschen erkältet, da war es dann schon anstrengend genug, den ganzen Tag durch die Stadt zu laufen und dann haben auch abends die Wolken nicht so hundertprozentig gepasst. Deswegen dann gestern ein bisschen entspannt am Abend, was dann auf jeden Fall auch, was die Erkältung gerade angeht, wirklich gut getan hat. Und ja, wir haben jetzt hier zusammengepackt in unserem Airbnb und machen uns jetzt auf den Weg rüber nach Schweden. Erster Stopp wird Malmö sein. Gucken uns da ein bisschen die Innenstadt an, fahren dann weiter Richtung Helsingborg, wo wir dann auch in der Nähe unsere nächste Unterkunft haben. Und heute Abend haben wir vor, an so einer kleinen Landzunge schön zu fotografieren und hoffentlich vielleicht auch ein paar schöne Drone-Shots hinzubekommen. Kurze Unterbrechung aus dem Schnitt zum Thema Drone-Shots. Leider kann ich euch die Drohnenaufnahmen im Video nicht zeigen, weil Schweden da wirklich, wirklich seltsame Gesetze hat, was die Veröffentlichung von Drohnenaufnahmen angeht. Also egal ob Video- oder Bildaufnahmen, diese müssen erst vor Veröffentlichung auf Social-Media-Kanälen, müssen diese erst bei einer also bei einer Art Verkehrsbehörde oder Infrastrukturbehörde eingereicht werden. Die schaut sich diese Aufnahmen dann an, schaut sich an, wo die aufgenommen worden sind, was in diesen Aufnahmen zu sehen ist und gibt dann ihr Okay oder eben auch nicht, dass sie veröffentlicht werden dürfen. So wie ich das verstanden habe, dient das dazu, dass keine kritische Infrastruktur irgendwie gefilmt und veröffentlicht wird. Also so wie ich das auf der Webseite gelesen habe, selbst wenn dann im Hintergrund zum Beispiel Stromtrassen zu sehen sind, kann das schon ein Ausschlusskriterium sein, dass sie das dann gar nicht erlauben, dass diese Aufnahmen veröffentlicht werden. Aktuell ist die Bearbeitungszeit für Videos über 2 Wochen, steht auf der Webseite. Zusätzlich haben die wohl aktuell noch technische Probleme, was dann diesen ganzen Zeitaufwand nochmal verlängert oder diese ganze Wartezeit nochmal verlängert. Und das war jetzt für mich keine Möglichkeit, das bis zum Upload-Datum ja, das einzureichen und dann auch wieder eine Antwort zurückzubekommen. Ich werde die Aufnahmen aber jetzt in der nächsten Zeit trotzdem noch einreichen, weil ich möchte am Ende dann nochmal ein komplettes Drohnenvideo machen. Dann möchte ich diese Aufnahmen auf jeden Fall auch mit einbauen. Aber nur, dass ihr euch jetzt nicht wundert, weil ich jetzt hier im Video groß Drohnenvideos angekündigt habe und die nicht zu sehen sind. Das ist der Grund und jetzt viel Spaß weiterhin mit der Folge. Das wird sich noch zeigen, schön zur goldenen Stunde dann. Aufgrund der Stimme wird das jetzt nochmal ein relativ B-Roll-lastiges Video werden. Ich denke mal, in den nächsten Tagen wird das auf jeden Fall wieder besser und dann kann ich euch auch wieder ein bisschen mehr erklären und generell Infos dann mitteilen. Wir sind jetzt am ersten richtigen Spot, richtigen Fotospot dieses Roadtrips angekommen. Und zwar an einer Landzunge nördlich von Helsingborg in Schweden. Die geht relativ weit und schmal ins Meer rein und super, super viele raue Steine zerklüftet. Wahrscheinlich auch noch alles Überbleibsel aus der letzten Eiszeit. Und
Ah, es ist einfach ein Traum. Also, ich war jetzt schon so lange nicht mehr am Meer und gerade sowieso an so einer Gegend auch schon nicht mehr. Also, oder noch nie so wirklich eigentlich. Ist schon ein bisschen auch überwältigend. Aber ich glaube, wir sehen von denen später in der Reise, also in einem der nächsten Folgen dann, noch ein bisschen was Krasseres vielleicht sogar. Aber da will ich jetzt auch noch nicht so viel verraten. Ja, ich werde jetzt hier erstmal noch ein bisschen die Gegend erkunden. Ein bisschen schauen, welches Motiv ich nachher nehmen werde. Wir sind jetzt so ungefähr eine halbe Stunde vor der goldenen Stunde. Und wenn dann das Licht hier richtig, richtig gut wird, dann kann ich mir schon vorstellen, kommen hier die ersten richtig guten Bilder auch bei rum. Ja, ich werde jetzt beim Bildermachen selbst wahrscheinlich mal nicht in die Kamera reden dann, sondern das seht ihr dann alles hier als B-Roll, weil ich mich auch ein bisschen auf die Location hier erstmal einlassen muss, alles erstmal ein bisschen auf mich wirken lassen muss. Und ihr hört auf jeden Fall noch ein Schlussfazit von mir, was ich dann nach der goldenen Stunde von dieser Location halte. So, die goldene Stunde ist vorbei. Eine sehr, sehr coole Location, aber auch wirklich ziemlich anspruchsvoll. Also die Motivfindung hier war jetzt wirklich nicht so easy. Für die Drohne war das perfekt. Ich hoffe, ich konnte euch die Drohnenvideos zeigen, weil Schweden hat da wirklich sehr, sehr weirde Gesetze, was die Veröffentlichung von Drohnenvideos angeht. Deswegen, ihr wisst ja jetzt dann an dieser Stelle, wenn ihr was gesehen habt, hat das alles funktioniert. Und wenn nicht, dann leider nicht, aber ich kann euch dann auf jeden Fall sagen, dass das auch von der Drohne her wirklich super, super cool aussieht hier. Mega, mega coole Küste. Konnte jetzt dann hier hinter mir noch mit den Pastellfarben, jetzt die Sonne ist jetzt gerade am Untergehen, noch ein, zwei Bilder machen. Jetzt wieder super viele Zirren am Horizont, was natürlich jetzt das direkte Licht wieder blockt, aber ja, 45 Minuten lang direktes Sonnenlicht hatte ich jetzt zum Fotografieren. Deswegen, ich denke, das war auf jeden Fall ein sehr, sehr gelungener Auftakt. Ja, es kann jetzt eigentlich die nächsten Tage nur noch so weitergehen oder vielleicht sogar besser werden. Müssen wir mal schauen. Wir haben auf jeden Fall noch einige Spots vor uns. Jetzt noch zwei in Schweden und dann geht es wieder zurück nach Dänemark und da dann grob überschlagen wahrscheinlich auch nochmal so fünf, sechs Spots, die echt cool kommen könnten. Also bleibt auf jeden Fall dran. Ich beende hier das Video jetzt für heute, weil ich bin auch echt groggy. Fahren dann jetzt wahrscheinlich auch gleich zurück in unser Airbnb, checken dann nochmal für morgen, buchen die nächste Unterkunft und dann geht es eigentlich auch nur noch schlafen. Deswegen an dieser Stelle dürft ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wie euch dieses Video gefallen hat. Gebt dem Kanal auf jeden Fall ein Abo und dem Video einen Daumen nach oben, wie immer, ihr kennt das. Und dann sehen wir uns hoffentlich bei einem dann der nächsten Dänemark-Videos wieder. Bis dahin, Leute, macht's gut. Ciao.